Troll am Board. What should I do? Ah, ich weiß. Hallo all ihr Informationsdurstigen, ich bin Meister Lehnzeher und ihr seht News in German, Nachrichten auf Deutsch. Heute schauen wir mal, was wieder so Faszinierendes in den letzten paar Wochen passiert ist. Ich könnte jetzt schon kotzen. Laut Kel McClanahan, einem Anwalt für die nationale Sicherheit in Washington, sieht sich das FBI seit neuestem nicht mehr als eine das Verbrechen bekämpfende Organisation, sondern will das FBI ab sofort nur noch für die nationale Sicherheit sorgen. Und was das heißt, na das wissen wir ja. NSA. Apropos nationale Sicherheit. Scheinbar haben sich die Vorhersagen, dass die radioaktiven Schadstoffe aus Fukushima bald auf die Westküste der USA treffen, bereits bewahrheitet. In Kalifornien wurden Geigerzählermessungen mit über dem Fünffachen des für den Menschen sicheren Wertes festgestellt. Here we go, up over 100 now. I just walked back to the beach. And so, the width of the sand and pretty much the length of this particular beach looks like is contaminated at least 3 times over. And the soil, you know, when I was closer to the soil, I went as high as 12, 13 times over background. Gesundheitsbeauftragte aus San Mateo County bestätigen zwar den Anstieg, geben sich aber über dessen Ursache unwissend. Heißt das etwa, die USA bekommen bald ihren eigenen Godzilla? Das wäre dann ein Fall fürs FBI, nationale Sicherheit und so. Anstatt mit Monstern hatten die Bewohner von Euskirchen hier in Deutschland es vor kurzem mit einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Tragischerweise starb ein Baggerfahrer, der bei seiner Arbeit dem Zerkleinern von Beton auf die Bombe traf. Zwei Mitarbeiter auf dem Gelände wurden schwer und zwei sich in der Nähe befindliche Polizisten leicht verletzt. Laut Werner Diskirchen, dem Geschäftsführer der Firma verantwortlich für den gelagerten Schutt, kam diese höchstwahrscheinlich aus dem Kölner Raum von Abbrucharbeiten. Muss man sich mal vorstellen. Eine Bombe von Abbrucharbeiten. Einfach so gefunden. Über 60 Jahre später. Die, die damals die Bomben über Köln abwarfen, haben bestimmt nicht daran geglaubt, dass diese 60 Jahre oder über 60 Jahre später noch jemanden verletzen würden. Und wo wir gerade von Verletzen sprechen. Angela Merkel, unsere geliebte Bundeskanzlerin, hat sich bei einem Skiunfall in der Schweiz das Becken gebrochen. Ach du Schreck. Wer hätte gedacht, dass unsere anmutige Angie, unser politischer Schneeengel mit engelsgleicher Eleganz, sich nicht vorbildhaft auf einem Paar Ski erhalten könnte? Also ich nicht. Jedoch sollen wir uns keine Sorgen machen. Ihr Sprecher Steffen Seibert hat der Öffentlichkeit versichert, dass Angie schon wieder vollkommen handlungs- und kommunikationsfähig ist. Oh, was ein Glück! Weniger Glück hatte vor kurzem ein Schiff voll mit Anhängern der globalen Erwärmungstheorie. Auf ihrer Mission, bei der sie beweisen wollten, dass aufgrund der globalen Erwärmung schon bald jedes Haus von einer massiven Tsunami-Welle davongespült wird, blieben sie mit ihrem Schiff im Eis stecken. Ich weiß, einfach köstlich. Aber es wird noch besser. Das Schiff, welches das bereits festsitzende Schiff aus dem Eis befreien sollte, wurde ebenfalls eingefroren und bewegungsunfähig gemacht. Die US-Regierung hat nun angekündigt, dass sie einen großen Eisbrecher schicken wollen, um die beiden Schiffe zu befreien. Natürlich alles auf Kosten der Steuerzahler. Wundervoll. Ach, ist das schön. Solche Geschichten schreibt doch nur das echte Leben. Das war News in German, Nachrichten auf Deutsch, Folge 1. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen hoch und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr eine zweite Folge möchtet. Liked auch bitte meine Facebook-Seite und folgt mir auf all diesen schönen Netzwerken, die ihr da unten sehen könnt, wie Google+, Twitter, Tumblr, Facebook und so weiter und so fort. Und erhaltet dadurch exklusives Bonusmaterial und Einblicke in mein Leben hier in Deutschland. Wenn ihr mich und den Kanal unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr da unten auf dieses kleine orange P klickt und ein Patron von Get Germanized werdet. Dadurch helft ihr dem Kanal und erhaltet Zugang zu vielen coolen Belohnungen, wie zum Beispiel einem monatlichen Google Plus Hangout mit mir. Thank you for watching, vielen Dank fürs Zusehen, don't forget to get Germanized, goodbye and auf Wiedersehen.